So, da bin ich wieder, euer Bio-Schmied mit Satisfactory, jawoll. Ich habe gestern bei dem, oder gestern, sondern vorhin bei dem Video, so muss ich ja reden, vorhin bei dem Video gemerkt, dass die Musik sehr leise war und deswegen habe ich jetzt nochmal ein bisschen hochgedreht. Ja, ich habe jetzt mittlerweile den verpackten Treibstoff hier nochmal gemacht. Da habe ich hinten aus dem Kunststoff, der dort am Strand produziert wird, den ich hier noch gar nicht angehakt habe, sehe ich gerade. So, habe ich da Container draus gemacht oder beziehungsweise Kanister und habe dann über eine Raffinerie quasi den Residual Fuel, also den Schwerölrückstand, mit den Containern zusammen oder beziehungsweise mit verpacktem Wasser zusammen zu Treibstoff gemacht und der läuft jetzt hier eben mit rein. Ne? Also kennt man ja das Rezept. Ich weiß gar nicht, warum das hier mit drin ist. Habe ich das mal. Na gut, okay, gut. Dann ist das so. Ich habe hier noch eine Mörsersphäre über. Warum? Genau, hier ist jetzt auch der Kunststoff noch. Da musste ich einen Splitter. Ja, egal. So, wir wollen natürlich weitermachen. Ich habe, das hatte ich glaube ich gestern schon erzählt, oder im letzten Video schon erzählt. Nicht gestern, sondern für mich ist es gestern. Genau, da habe ich hier nochmal das gemacht. Und ich habe hier die Summers Loops ja eingefügt und das maximal übertaktet. Die Übertaktung muss nicht sein. Und man könnte auch eine rausnehmen. Es sind ja, kommen ja immer noch vier dabei raus. Nur halt eben, ja, dass wir da halt dann auch langsam mal fertig werden. Jetzt schauen wir doch mal, das habe ich nämlich gestern auch, ich habe das Video gestern aufgenommen, so. Das habe ich nämlich gestern auch nicht gemacht, meinen neuen Meilenstein eingestellt. Das können wir jetzt mal eben machen. Und ich habe die an der Zugstrecke noch ein bisschen gearbeitet. Ich habe mir jetzt überlegt, dass wir vielleicht doch eine große Hängebrücke bauen. Vielleicht können wir da heute schon mit anfangen. Muss ich mal gucken. So, industrielle Fertigung. Da können wir schon mal alles reinstecken, was wir jetzt im Inventar haben. Und den Rest können wir uns ja übers dimensionale Lager bzw. Depot dann abholen. Wie viel fehlt da noch? Ja, 600. Perfekt. So, dann Kunststoff. Das hatten wir im letzten Video auf 600 erhöht. Was noch? Kunststoff habe ich, Kabel habe ich, Rahmen. Rahmen sind doch hier oben irgendwo. Schade, dass man das nicht so sortieren kann, wie man es gern hätte. Und jetzt nochmal Motoren. So. Genau. Da wir da ja keinen Einschubkanal haben, um das da einzuführen, ja, das wird sich über die Zeit halt immer so ein bisschen geben. Jetzt können wir halt in der Zeit was anderes machen. Hatten wir denn noch Festplatten? Nein, hatten wir nicht mehr. Außerirdische Megafauna ist abgeschlossen. Alien-Technologie. Ja, das dauert noch ein bisschen. Da müssen wir dann erstmal Computer produzieren. Ich werde auch nicht alles offscreen machen. Ich werde auch mit euch mal ein bisschen was zusammen bauen oder kreieren oder wie auch immer. Okay, Gewebe müsste man mal machen. Elektroschnecken. Oh, das dauert noch, bis wir dahin kommen. Und zwar wegen dem Zeitkristall hier. Da brauchen wir erstmal die Achterbahn dafür. Den Hadronenbeschleuniger oder wie auch immer man das nennen möchte. So. Schwefel, ja, müssen wir mal gucken. Also das könnten wir ja schon machen. Rauchschwaches Pulver. Und dann will ich auch langsam mit den Schienen anfangen. Das muss ja, also Züge müssen auf jeden Fall sein. Und ich habe jetzt da vorne mal bis über den Wasserfall gebaut. Also es hält deutlich länger als die feste Biomasse, ne?
Bis über den Wasserfall gebaut. Und da drüben war ja immer so eine Fläche. Das machen wir jetzt mal. Da drüben war ja immer so eine Fläche. Wo man Schaden gekriegt hat. Und jetzt will ich einfach mal gucken, weil ja 1.0 und das Land ist ja eigentlich auch fertig. Da stehen ja Bäume und so weiter. Ob man da irgendwie was finden kann. Weiß ich halt nicht, ne? Guck mal, es ist eigentlich alles fertig. Ja. Also ich habe da mal gescannt nach verschiedenen Rohstoffen. Da ist tatsächlich nichts. Es war nur ein Schatten. So, dann schauen wir doch mal. Das Wasser unheimlich schön geworden, ne? Oder ob wir da gleich tot sind. Lieber mal ein Schwert ausrüsten. Gucken, wie weit wir da reingehen können. Okay. Bisher passiert noch nichts. Da wäre der nächste Wasserfall. Aber hier ist eben auch nichts, ne? Ach, hier ist dann auch noch mal Wasserfall. Okay. Die Gischt ist unheimlich geil, ne? Also, ja, keine Ahnung. Vielleicht findet man hier noch Sphären. Nein. Oder Summer Sloops. Nein. Waren hier auf jeden Fall auch nicht. Das ist natürlich blöd, ne? Wenn du so ein leeres in Anführungsstrichen Grundstück hast. Warte mal, sind hier vielleicht Schnecken? Nach Schnecken können wir doch auch scannen, ne? Schnecken sind ja auch nicht. Es ist alles tot, ne? Es ist alles tot hier. Keine Viecher, nix. Keine Soma Sloops heißen die tatsächlich. Ich habe noch mal gegoogelt. Ich wollte für ein Thumbnail wollte ich eine krass. Hier war früher immer Strahlung, ne? Also Landesgrenze oder wie auch immer man das nennen möchte. Wir gucken auf die Karte. Ja, cool, oder? Dann gehen wir noch mal nach hinten zurück. Ich habe immer noch ein bisschen Schiss, dass hier irgendwas kommt. Das Wasser sieht so gut aus, ne? Also das Wasser ist echt noch mal viel besser geworden. Krass. Okay, dann haben wir hier Baufläche auf jeden Fall. Vielleicht machen wir auch hier irgendwas. Zugstrecke hin, eine kleine Produktion aufbauen. Oder wir machen hier die Produktion für den Weltraumlift. Das wäre natürlich auch nicht so schlecht. Also falls euch das interessiert, hier einfach mal gucken. Halt, wie der Treibstoff jetzt, das ist ja sowas von gut. Und auch die neuen Treibstoffe, die es gibt. Ey, das Wasser ist so krank geworden. Ja, ich wollte auf jeden Fall die Zugstrecke nochmal weitermachen. Nein. Bauplan, so. Dankeschön. Ich würde am liebsten gerne noch ein Upgrade machen. So, und jetzt müsste man sich halt überlegen, ob man das... Jetzt habe ich auch kein Material mehr. Jetzt müsste man halt ein bisschen warten. Wie man das hier mit der Kurve macht halt, ne? Dann könnte man doch das hier mal im Standard machen. Den machen wir weg, dann machen wir das ganz... warum kopiert er denn trotzdem noch den... Blueprint. Demontage Standard. Ah ja, so, okay, gut. Wir haben ja immer Dreierkurven. So, dann machen wir mal Sub. Dreierkurven. So.
und so, ne? Also drei Foundation in die Richtung und drei Foundation in die Richtung und dann hast du eigentlich eine gute Kurve. Dann müsste man das hier nochmal wegnehmen und dann könnte man hier quasi die Schiene drüber ziehen. Und bei der dann, da müssen wir dann auch mal gucken, das wären jetzt schon zwei. Hier müssten wir aber Bio, du hast so noch gar keine Schienen gesetzt. Ja, ich weiß. 1, 2, 3, 4. Das wäre dann das. Ja, das ist dann genau der Abstand, also eine halbe Foundation quasi. Und dann können wir eigentlich hier auch mal bis dahin gehen. Und das wäre, glaube ich, so das Ding. Ne? Aber dafür bräuchten wir jetzt schon 1, 2, 3, 4. Nee, Quatsch. Das ist ja das. Ne? Doch, wir könnten das im normalen Blueprinter machen, die Kurve als Element. Leider würde es nicht ansnappen. Ne? Da ja, da müssten wir halt mit H ein bisschen korrigieren. Dann machen wir das mal eben. Ich werde hier immer die maximalste Länge der Schienen nehmen. Das waren immer so drei Füße, ne? Also müssen wir hier die Mitte finden. Da. So, dann gehen wir bis zum Ende des Gerüsts. Dann sind wir genau bei 8. Das können wir jetzt auch irgendwie mit Steuerung, glaube ich, oder? Nee, irgendwie, dass wir das immer gerade machen. Irgendwie ging das aber. So, jetzt machen wir das hier auf der Seite auch nochmal. Signale und sowas müsste man noch freischalten. So, das sind die ersten Schienen jetzt. Vielleicht lege ich das nochmal um, weiß ich aber noch nicht genau. So, und dann können wir das hier schön platzieren. Allerdings noch nicht, wir haben ja noch nicht den Schweber. So, genau. Und hier dann auch. Das müsste eigentlich genau der gleiche Abstand sein wie das ist absolut gerade. Das müsste der gleiche Abstand sein, ne? Dauerhaft wie der Dings. Und jetzt können wir hier halt unterfüttern und sagen, so, dann sieht das einigermaßen gut aus. So, dann können wir hier wieder die, das ist jetzt allerdings ein bisschen problematisch, um den Übergang hinzukriegen, da müssten wir hier, warum macht er das denn nicht? Kann er denn bitte mal da oben drauf platzieren? Was soll das? Dann machen wir das so. Eine 1 Meter, das Gerüst ist 1 Meter hoch. So, und jetzt müssten wir hier ab hier einmal kurz ein bisschen. Warum snappt er dann da nicht mal vernünftig an? Und hier so ein. Das geht leider nicht anders. Das habe ich schon etliche Male geprüft und getestet. Das geht leider nicht anders. Wir schwimmen hier. Ach du Scheiße, okay. Okay. Ach, das ist der. Kann man jetzt tauchen? So, und jetzt nehmen wir den Blueprint wieder. Und ja, jetzt haben wir nicht genügend Teile. Das ist halt der Nachteil. Aber dann können wir hier an der Stelle eben das so, könnten wir das so hinhauen, wenn wir jetzt, wenn er dann auch genügend Dings nachgefüllt, also Beton halt nachgefüllt hat. Und das können wir eigentlich mal wegnehmen. Vielleicht auch den Mittelstreifen, das müsste dann auch gehen, aber das wird jetzt nicht ausreichen, um um den Blueprint halt, ja gut, nee, das geht nicht. Dann müssen wir das wieder hinsetzen. Es kann sein, dass wir das so wegnehmen können und dass das, dass diese beiden schon ausreichen, müssen wir mal gucken. Nein. Mach's bitte, danke. So. Müssen wir mal kurz die 5 Beton abwarten hier. Dann kriegen wir das bestimmt hin. Wobei, warte mal.
So müssen wir das ja machen. Genau. Dann haben wir das erste Element wieder da. Und dann können wir jetzt oben die Decke entfernen. Im normalen. Genau. Und dann geht es hier wieder weiter, ne? Also, ja, so machen wir das dann. Hier müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir haben ja noch die Möglichkeit hier schön. Sind das die? Ne, das sind die invertierten. Die habe ich noch gar nicht, glaube ich. Diese normalen Eckrampe aufwärts. Ne, die flachen meine ich jetzt. Nee, die habe ich noch nicht. Okay, aber die könnte man jetzt da einbauen und dann könnte man das Geländer darüber ziehen. Beziehungsweise, warte mal, wir können das auch so machen eigentlich. Dass wir hier so nicht vertikal. Super hätte ich gerne, dankeschön. Ja. Ja, es klippt da jetzt so ein bisschen. Aber das macht nichts. Und dann können wir das Geländer hier vollenden. Ja, da ist jetzt ein bisschen doof, aber ja, das wird zu machen. Wir können das so höchstens machen. Dann nehmen wir den weg und machen den dahin. Das juckt mich jetzt nicht. Also, das würde mich jetzt nicht jucken. Und dann haben wir hier halt ein schönes Geländer. Das gleiche können wir natürlich auch auf der Seite machen. Ja. Das wirst du beim Vorbeifahren sowieso nicht sehen. Ich hab doch Sup an. Warum supt er denn nicht bis hier? Hallo, bis dahin hätte ich gerne gesupt. Oder haben wir nicht so viele? Die können wir nämlich jetzt wegnehmen dann. Den und den und den. Und dann müsste, ja, das müsste doch gehen. So. Und dann so. Und den müssen wir dann wieder so ein bisschen ineinander klippen lassen und dann geht das auch. So. Eben dann auch das Geländer setzen und dann ist alles schön. So. Hier genau das gleiche. Nee, da so nicht. Ja, so vielleicht schon. Dann hier wieder anfangen und da so ein bisschen ineinander. Und bis dahin und dann haben wir dann hier eine schöne Bahntrasse. Hier könnten wir eine halbe Foundation zwischensetzen. So. Und das so machen. Da drüben dann dementsprechend auch. So, dass man da nicht runterfällt, ne? Würde man ja so oder so, also müsste man das hier natürlich noch alles ausfüllen. Ja, also man kann es auch lassen, man kann auch irgendwas anderes hinbauen, vielleicht irgendwelche Schilder oder, also na gut, okay gut. Dann ziehen wir jetzt mal die Schienen, hier könnte man einen schönen Bahnhof hinbauen. Und dann würden wir vielleicht auch schon mal den ersten Bahnhof bauen, was sagt denn unsere Zeit? Ja, passt schon eigentlich. Nein, das war falsch. Das ist gerne anders. Da kommt zu sehr der Monk in mir durch. Das ist fürchterlich. Aber es ist halt so, ne? Das müsste bis hier so sein, ne? Bis da. Danke. Ein Spieler ist im Weg, jawohl. Mein Spieler ist im Weg schon wieder. Ja, wie gesagt, sonst habe ich das immer mit dem Schweber gebaut, wenn ich neue Strecken gebaut habe oder platziert habe. Aber wie gesagt, den haben wir noch nicht. So. Schienenbau. Ich habe damals meine Videos zum Schienenbau, zum Kreisbau, zum was weiß ich, Spiralenbau und so habt ihr immer so gefeiert. Ich hoffe, das hat sich nicht geändert. Und das mit dem KI-Begrenzer, also es hat so viele Aufrufe, das Video, wo ich
wo ich das einfach verpeilt habe, dass der KI-Begrenzer im MAM freigeschaltet werden muss. Irgendwie knapp 1000 Aufrufe innerhalb von 4 Tagen oder jetzt mittlerweile 5 Tagen. Knapp 1000 Aufrufe. Vielen, vielen Dank. Also vielen, vielen Dank. Einfach nur für die Klicks. Vielen Dank. Da war er halt ein bisschen dulli-mäßig unterwegs, aber das kommt bei mir öfter vor. Also da könnt ihr euch schon fast drauf verlassen eigentlich. So. Wir nehmen aber dann nochmal die restlichen Stahlbarren, die wir haben. Wenn wir dann überhaupt welche über haben. Und hauen die nochmal, dass wir dann die Gerüste auch fertig kriegen. Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Das mit dem Soma Sloop. Zu machen, weil dann hast du immer, ich sag jetzt mal, du brauchst ja halt nur die Hälfte an Material eben, ne? Für das, was du da reinsteckst. Und da wir das nach wie vor alles on the fly bauen, ja, vielleicht für die für nukulare Pasta und die Raketenantriebe und. Da werden wir dann wahrscheinlich mal ein Werk bauen. Vielleicht sogar auch auf der links da hinten. Das ist eigentlich ein ganz guter Spot dafür. Du musst ja so oder so alles dahin führen. Vielleicht auch schon die einzelnen Komponenten. So, dann haben wir schon mal das erste Gleis. Die Signale setze ich auch immer auf einer Schiene. Die haben wir aber noch nicht. Die müssen noch freigeschaltet werden, ne? Genau. Hier fehlt das. So, dann schauen wir noch mal eben, ob wir jetzt genügend Motoren wieder in der Zeit. Oh, warte mal. Nee. Oh, das geht aber schnell hier. Krass. Das machen wir noch mal eben. Und dann gucken wir noch mal, ob wir die Rahmen und die Motoren wieder in ausreichender Menge im dimensionalen Depot haben. Den ersten können wir schon mal so reinschieben, den Stack. Und den Rest tun wir hier rein. So. Hier ist es näher dran, ne? Ah, jetzt können wir auch so hochfliegen, ne? Das ist ja locker machbar hier. Huch. So, Motoren und Rahmen. Rahmen, ja, passt, müsste passen. 100, also 80 brauchen wir da. Und dann gucken wir noch mal, was die Dogos machen. Ach, guck mal an, hier Highspeed-Anschlüsse. Sehr gut. Kann man an euch nicht ein Förderband anschließen und dann kommt das raus über intelligente Splitter gesplittet, was sie so bringt und dann, ja, weiß ich auch nicht. So, die Highspeed-Anschlüsse würde ich ins Lager hochladen, weil da habe ich noch keine von oder ganz, ganz wenige. Weiß ich jetzt nicht. Doch, hier waren schon mal welche drin. Aber das waren auch nicht so viele, die habe ich mal wahrscheinlich an irgendeiner Absturzstelle gefunden. So, langsam Bierschmied. Sonst. Na doch, das passt. Guck mal. Milestone reached. Manufacturers can receive up to 4 inputs for the production of complex parts. Endlich. Such as computers and heavy modular frames. But most importantly, the 2 new project parts. The modular engine and adaptive control unit are essential for the development of phase 3 of project assembly. You are making good progress. The future is starting to look bright. Also, ich komme noch mal auf einen Kommentar zurück. Da hat mir jemand, wollte mir jemand erklären, dass ich das falsch analysiert habe. Oben rechts, über mir quasi. Über mir steht Phase 3 abschließen. Wir sind quasi damit in Phase 3. Ja? Phase 3. So. Vielleicht komme ich jetzt auch selber drauf. Vielleicht hat er recht gehabt. Aber ich bin der Meinung nicht. So. Wir sind in Phase 2. Laut diesen Schlössern. Hier steht 7 und 8 ist Phase 3. Ist falsch. Ist einfach falsch. Weil, wenn wir diese Phase abschließen, gehen wir quasi in die vierte Phase, ja, und ich will das jetzt nur einfach nur mal klarstellen, und es war früher auch so, in Phase 4 kam
Dinokulare Pasta, Raketenantrieb, diese Kreissägen und noch irgendein Teil. So, und dann war das Spiel vorbei. So, Stufe 9 ist ja neu dazugekommen mit 1.0, ist Phase 5. So, ich weiß nicht, warum die das hier, vielleicht haben die 0 und 1, haben die, oder beziehungsweise Stufe 0 ist das Hub upgraden, so dass es fertig ist, dann kommt Phase 1. Ja. Dann musst du den Weltraumlift bauen, schließt Phase 1 ab, Stufe 1 und 2, dann kommst du in Phase 2, Stufe 3 und 4, Phase 3, 5 und 6, Phase 4, 7 und 8 und Phase 5. Für mich ganz simpel, nur die Anzeige ist hier falsch. Ne? Wir müssten das nochmal ein neues Spiel machen. Oder beziehungsweise ein Spiel hochladen, wo angucken, wo das offen steht. Was da steht. Vielleicht steht da Phase 0. Das kann sein. Oder ihr könnt es mir vielleicht nochmal in den Kommentaren schreiben. Also meiner Meinung nach ist das immer Phase 4 gewesen. Vor Update. Vor 1.0. Und jetzt eben Phase 5. Die letzte Stufe 9. Ja, gut. Egal, wir stellen mal den nächsten Meilenstein ein. Schienen und Signale, da fehlen uns die Computer. Ja, dann gucken wir mal, ob wir irgendwas haben, wo wir keine Computer haben. Da brauchen wir Rahmen, die haben wir wahrscheinlich auch nicht. Obwohl ich habe über der, was ist denn das hier? Frachterkette, Pipeline-Technik MK2. Ich habe, glaube ich, im dimensionalen Lager an den Absturzstellen habe ich mal genügend Rahmen gefunden. Die ich Trottel aber nicht hochgeladen habe. Oh ne, da doch hier. 100. Na gut, dann können wir das zumindest abschließen. Das ist schon mal ganz gut. Dauert jetzt allerdings 11 Minuten. Das schaffen wir in diesem Video nicht mehr. Ja. In der nächsten Folge wird es auch wieder 2 Folgen an einem Tag geben. Über die Zeit hinweg ist es eigentlich unrelevant, ob ich das jedes Mal sage, oder? Von daher, jetzt kommen auch 2 Folgen ab morgen. Ja, und dann werden wir mal hier ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen umbauen. Ich hatte auch noch vor, diese Halle hier einfach mal mit dimensionalen Lagern zu bestücken, so dass wir auch mal die Basics halt dann dauerhaft einführen. Aktuell, weiß ich gar nicht, habe ich dann dimensionales Depot, ja doch hier. Für Eisenstangen habe ich ein Depot und ich habe ja noch eine Sphäre, also könnte ich für Eisenplatten, ich glaube das ist, oder steht da auch schon eins, weiß ich jetzt gar nicht. Mal kurz gucken, ja. Ach, hier stehen sogar schon 2. Einmal mit Stangen, dann kann ich mir das andere dimensionale Depot da sparen. Und dann können wir hier unten mal abreißen. Ich wüsste jetzt nicht, wozu wir das noch brauchen. Generell das hier können wir alles abreißen. Weil das ist ja oben alles schon gegeben in der Halle. Ja, dann habe ich überhaupt gar keinen Plan für morgen. Blöd. Na gut. Da muss ich mich erstmal so ein bisschen reinfuchsen, dass ich das auch richtig dann ansage halt. Ja. Oder einfach ganz weglassen. Das kann ja auch sein. Könnte man ja auch so machen. So, jetzt darf ich hier auf jeden Fall bestimmte Stromketten oder Stromlinien nicht mehr. Das kann weg. Das kann weg. Ist das noch verbunden? Komm, wir machen das mal ganz simpel hier einfach. Einfach mal den Strom kappen. So, das muss hier noch mit verbunden werden. Der noch mit dem hier. Der kann auch weg. Der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Der ist mit dem verbunden. Eigentlich müsste alles passen. 800 Megawatt. Weiß ich jetzt nicht halt, ne? Wenn irgendwas nicht laufen sollte,
finden wir den Fehler schon irgendwann. Wir sind schon wieder 250 Stahlträger drin, die wir gleich da reinstecken können. So. Den anderen Kram schreddern wir alles. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Ne? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da. Abo nicht vergessen, schreibt gerne was in die Kommentare, was ich zu den Phasen gesagt habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss. Euer Bioschmied. Bye, bye.